So, da sind wir schon wieder und da kommen auch schon die Ersten in unseren Zoom-Raum rein. Also, wir haben ein weiteres interaktives Format für die, die es eben nicht geschafft haben, leider auch wieder in Zoom. Also, dann müsst ihr leider auch einfach konsumieren und euch zurücklehnen. Wobei, es gibt bestimmt auch hier, oder ich weiß es schon, dass es interaktive Teile gibt, die auch ohne Zoom mitmachen könnt. Und How to Remote Workshops, ja. Das ist natürlich ein Thema, was uns seit 9 Monaten bewegt und natürlich wir auch schon ganz viel, oder ich jedenfalls ganz viel darüber gehört habe. Insofern bin ich mal gespannt, was die beiden Kollegen aus Darmstadt so erzählen, wie sie erfolgreiche Remote-Meetings gestalten oder was ihre Tipps dazu sind. Und zu euch selbst sagt ihr wahrscheinlich auch was. Dann ja, das ist natürlich ich euch einfach mal übergeben. Seit 9 Monaten bewegt und natürlich wir auch schon. Genau. Fang du an. Sehr gern, vielen Dank fürs Übergeben. Wir haben Remote-Tipps, Tricks und Learnings versprochen und genau das wollen wir euch geben. Bei uns nebenbei kommen gerade jetzt noch ganz viele Leute in unseren Zoom-Call. Alle, die uns im Zoom-Call begleiten, werden gern die Mikros ausschalten, solange ihr nichts in der großen Runde sagt. Was gibt es über uns zu wissen? Jakob und ich arbeiten bei Quäntchen und Glück. Da machen wir ganz übergeben. Wir haben Remote-Tipps, Learnings. Jakob, wir müssten, glaube ich, da nochmal ein bisschen stumm schalten, genau. Und sonst höre ich mich doppelt. Genau. Wir begleiten Unternehmen in Innovationsprozessen, Teamentwicklung, Design Sprints, also ganz, ganz viel und ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Aber vor allem, und das jetzt auch schon seit März, machen wir Remote-Workshops in all diesen Prozessen. Jakob und ich scherzen gern, dass wir letzte Woche nochmal ganz bewusst 5 Remote-Workshops in 4 Tagen gemacht haben, um uns auf diese Woche vorzubereiten und vor allem auf den heutigen Abend und nochmal ganz viel zu lernen. Und da wir uns dabei glücklicherweise nicht zerstritten haben und nicht wie eine Boyband auseinandergegangen sind, sind wir heute hier, um euch all das zu vermitteln. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid, egal an welchen Endgeräten. Ich sehe sogar ein paar bekannte Gesichter, das freut mich auch. Wir freuen uns am allermeisten, euch unser Know-how vermitteln zu dürfen. Jakob, willst du noch was ergänzen? Nee, du hast das Spannendste schon erzählt. Also diese Session hätte auf der Kippe stehen können, wenn die Workshops letzte Woche schlecht gelaufen wären. Aber so hat es geklappt und wir freuen uns, dabei zu sein. Und wir wollen auch direkt gleich gemeinsam einchecken. Und wir teilen dazu in Chat von Zoom den Link. Ihr kriegt in den Hopin den Link. Ihr kriegt den überall den Link. Ich glaube, der wird heute überall gedealt. Und ich teile den Bildschirm. Und dann gucken wir mal. Ihr könnt auch mit dem Smartphone einchecken. Ja, How to Remote Workshop. Und ich blende nämlich mal hier in Menti. Könnt ihr euer Smartphone nehmen, einfach an den Screen halten und dann seid ihr direkt mit dem Smartphone drin. Genau, wir geben euch dafür ein bisschen Zeit, weil es ist sehr, sehr wichtig und fast schon essentiell, dass so viele wie möglich jetzt dabei sind. Macht alle mit. Macht mehr Spaß. Wir haben da ein paar schöne Menti-Folien gemacht. Ihr könnt auch mit den Glückszahlen, ich versuche so ein bisschen in letzter Zeit Menti-Lotto zu spielen. Ja, also wenn die Zahlen unter 50 sind, fülle ich manchmal so einen Lottoschein aus. Aber mit denen geht es jetzt nicht. Also wenn ihr menti.com 7538562 sind heute die Glückszahlen für diese Session. Ja, tragt sie mal ein. Und wenn ihr drauf seid, ja, ich blende es nochmal ganz kurz aus, dann drückt doch rechts unten, die meisten machen es schon, drückt mal aufs Herz, damit wir mal sehen, wie viele Leute draufkommen auf unsere Session, auf die Menti-Folien, ja, und schickt ganz viel Liebe. Das ist übrigens der Lieblingsteil in Workshops und in Sessions mit Menti. Ja, baut immer dieses Herz ein und hier der erste Hack und Kniff für euch. Also damit, also heute wird es schwer, weil wir wissen nicht, wie viele Teilnehmer wir haben oder Teilnehmende wir haben. Aber wenn ihr mit Menti ein Check-in macht in Workshops und ihr wollt gucken, ob alle drauf sein, baut unten dieses Herz ein, baut lieber nicht den Daumen nach unten ein, baut das Herz ein, ja, und sagt so ein bisschen, wir starten, wenn alle 12 geherzt haben, ja. Und dann seht ihr, ob alle eingecheckt haben und müsst nicht ständig fragen, sind schon alle drauf? Jetzt haben wir 116 Herzen, das ist kurz unter meinem Puls, jetzt ist es über meinem Puls, 126,
Eieiei. Jo, du hast ja ein paar Leute eingeladen, hast du, habe ich das Gefühl. 136, okay, das wird super, weil ich habe noch nie gesehen, was jetzt so mit 140, 150, doch 150 war eine Townhall, die wir hatten, Sophie, die wir moderiert haben. Schaffen wir die 150? Schaffen wir die 150? Wir sind ja am Jahrmarkt hier bei dir, Jakob. Ja. Ah, ja, das ist hier Remote-Moderation ist schon 147. Ach, kommt, Leute. Ja. Na gut, 147 ist auch super. Starten wir mal. Ja. Also, die erste Frage. Wie geht's, wie steht's? Checkt mal ein. Ja. Seid ihr auf Betriebstemperatur? Passt? Müde? Grumpy? Oder seid ehrlich, ist es vielleicht einfach shitty live heute? Ja. Aber kann ich mir aber nicht vorstellen. Die Tools for Agile ist gestartet. Da will ich kein shitty live sehen. Ja. So, und jetzt ist der Klassiker, ja, mein Menti raucht ein bisschen ab, ich muss es neu laden und weil nicht in Echtzeit die Sachen geteilt werden. Das hatte ich heute schon mal, super, natürlich in dieser Session, ja, fantastisch, jetzt ist es da, ja. Also, wie sieht's aus? Die meisten sind auf Betriebstemperatur, passt, ist gut, müde, drei sind grumpy. Es ist nicht so schlimm wie bei dem einen Workshop, wo wir von 14 Teilnehmern 11 grumpy angegeben haben und Sophie und uns erstmal der Atem gestockt hat. Ja, eigentlich heißt es dann Abbruch oder irgendwas anderes machen, aber wir konnten die Stimmung noch retten. Okay, zwei haben steht die live heute. 144 haben abgestimmt. Sehr schön, gehen wir mal weiter. Aus welcher Stadt nimmst du gerade teil? Ja, es kann auch ein Dorf sein, ja, oder eine Gemeinde, ja. Vielleicht ist es auch eine Millionenmetropole oder sowas. Aber gucken wir mal, wie sieht es denn gerade aus? Ja? Wärmen wir uns mal auf mit der Frage. Karlsruhe, Heidelberg, Wiesbaden. Ja? Das ist noch die gerade dreifach draufdrücken. Ja? Mit drei Geräten ist der Jo drin und gibt Wiesbaden an. Hannover, Mainz. Was ist denn das Entfernteste? Sieht das irgendjemand? Tesla City sehe ich gerade hier. Ja, wow. Das ist schon eine super Überleitung für den nächsten Check-in. Oh, bei Zahn haben wir dabei. Hamburg, Stuttgart. Das ist ja... Haben wir was Internationales? Ja, Bolzano, glaube ich. Okay, ah, super. Okay, wir gehen mal weiter, weil das ist jetzt die viel spannendere Frage. Wofür ist dein Heimatort, wo du aufgewachsen bist, bekannt? Ich bin in Egelsbach aufgewachsen. Und Egelsbach hat sich immer gerühmt, den kleinsten Regionalsportflughafen Europas zu haben oder den größten kleinsten Regionalsportflughafen. Also so ein Quatsch. Also schreibt gerne mal das hin, wofür eure Stadt bekannt ist. Also am besten Egelsbach. Flughafen, damit man es zuordnen kann. Aber ihr könnt auch so dahin schreiben, was es eigentlich alles ist. Ich guck mal, ich scroll mal ein bisschen. Hexen verbrennen, ja, Zwieback, ja, Krautdorf, ja, Streuobstwiesen, BSF. Ich sage mal, das ist ja so ein bisschen, das ist der Job, wo Stadtmarketingmanager ins Spiel kommen. Die Documenta, das ist Kassel. Jetzt kann ich hier so ein bisschen. Kassel, ja. Schon mal. Ich komme ja aus einem ganz kleinen Dorf und das Einzige, was alle kennen, ist die Kartrennbahn. Und ich war noch nie auf dieser Kartrennbahn. Das ist tatsächlich auch. Ich hatte heute Morgen einen Workshop und da haben zwei Leute im Workshop unabhängig davon gesagt, ihre unterschiedlichen Dörfer sind für den Knast bekannt. Ja, also das hatte ich auch noch nicht. Das war sehr schön. Ja, Alpakas finde ich sehr sympathisch, aber da würde ich gerne wissen, welche Stadt das ist, falls das irgendjemand in den Chat schreiben kann. Super, wir sind jetzt übrigens bei 150. Also, wofür ist der Heimatort bekannt? Ist immer eine ganz schöne Check-in-Frage. Finde ich, da lassen sich schöne Kommunikationsanlässe anknüpfen. Heute schon gehabt. Jetzt geht es so ein bisschen nochmal um euch. Wie ist der Füllstand? Wie sieht es aus bei Kaffee, Tee, Bier, Wein? Wie viele Sessions hattet ihr schon? Und vor allem, wie viel Glück heute? Ah, ja. Gucken wir doch mal, welchen Pegel eure Gäste haben hier, Jo, gell? Also. Ja, ich muss währenddessen noch den Chat betreuen. Aber. Du könntest ja auch sagen, wir haben bis jetzt 0,5 Bier oder Wein. Also die Tools for Agile Teilnehmenden haben mehr Kaffee-Tee als Bier-Wein-Intus. Ja? 3,9 Sessions schon im Schnitt heute. Ja? Und mehr Glück. Also sieht gut aus. Hier kann man übrigens sehen, im Menti, wenn ihr es nicht kennt, also wenn ihr drauf geht, könnt ihr die Verteilung sehen. Dass hier 8 Leute schon 10 Kaffee-Tee hatten. Ja? Und bei Bier, Wein gibt es 2, die schon ein bisschen Spaß hatten vielleicht. Oder auch nicht. Oder man weiß es nicht. Ja, also, und was haben wir hier? Sessions? Na, also das kann doch gar nicht sein, oder? 10 Sessions? Okay, super. Also, sieht gut aus. Viel Glück ist da. Sessions wart ihr auch da. Das ist für ein Jo schön zu hören, dass ihr da schon fleißig teilgenommen habt. Und so Knülle seid ihr auch noch nicht. Also, das ist auch prima. Jetzt wollen wir ein bisschen ins Thema reinrutschen. Wie ist deine Erfahrung als Remote-Moderatorin? Ja, also,
Wie schätzt ihr euch ein beim Moderieren von Remote-Meetings? Wie schätzt ihr euch ein beim Thema Remote-Workshops, wo es ein bisschen interaktiver sein sollte? Ja, so, wo ist das Work-in-Workshop? Und wie ist eure Moderationserfahrung bei Remote-Events, also was wie Meetups, Konferenzen oder Barcamps? Seid ihr auf Expertin-Level oder habt ihr, ist das heute alles eure erste Erfahrung? Erste Remote-Meeting, ja, und erster Remote-Workshop? Schauen wir mal. Sehr schön, Sophie, wir kriegen ein bisschen Unterstützung, weil wir haben ja einige Expertinnen in der Session. Ja, also ja, das ist so die übliche Durchschnitt, mehr Erfahrung mit Meetings als mit Workshops und ein paar haben auch Erfahrung im Hosten von Meetings, Konferenzen und Barcamps. Also es sind bestimmt auch die Cybets, die gerade da sind. Du fragst berechtigterweise nach im Chat, ob es um Erfahrung oder Skill geht. Skill können wir jetzt schwer einschätzen. Wir gucken nach Erfahrung. Wir hoffen, eure Skills ein bisschen noch zu erweitern heute. Wenn ich noch nachliefern kann, damit der Jakob sein nächstes Urlaubsziel, wenn wir wieder reisen dürfen, buchen kann, Celle ist die Stadt der Alpakas. Celle ist die Stadt der Alpakas. Also, wunderbar. Sag jemals Martin. Vielen Dank. Ja, auch jetzt, Sophie, hat sich die Session schon gelohnt. Ja? Mein nächster Urlaub ist gebucht. Gucken wir mal, wie sieht es denn jetzt aus? Beim letzten Remote-Event, an dem ich teilgenommen habe, nicht die Tools for Agile. Ja, also wir machen jetzt kein Phishing for Compliment. Der letzte Remote-Event davor. Was fandet ihr da am besten? Haut mal eure Schmankerl raus. Ja, also was war da, gab es irgendwie vielleicht eine schöne Sache? Den Wein, den Check-in, Pausen, die Miro-Boards, den Keynote-Speaker, den Spirit, Video bei allen, Interaktion untereinander, heiße Diskussionen über Wein, dass es schnell vorbei war. Das ist einfach die schönste Antwort, dass es einfach schnell vorbei war. So schlimm. Okay. Warten wir nochmal, gucken wir mal, ob noch von Schmankerl kommt. Nix. Das ist gut für uns. Dafür können wir vielleicht noch ein bisschen was liefern. Ja. Keine Erwartungen und trotzdem enttäuscht. Sagt ein Freund von mir mal. Okay. Gut. Dann, ich weiß gar nicht, jetzt sind wir bei Warum Check-ins? Genau, und da übernehme ich. Ihr habt gerade gemerkt, Jakob ist durch diverse Check-in-Fragen hindurchgejagt. Er hatte von mir ein kleines Time-Limit bekommen. Aber wir wollen euch natürlich verraten, warum Check-ins wichtig sind und warum man sowas am Beginn von jedem Meeting machen sollte. Ihr merkt, habt es gerade hoffentlich gemerkt, man landet im Meeting, man kommt an, man hat Zeit, sich zurechtzufinden. Man kann aber auch, und das ist wichtig, das Energielevel und die Stimmung des Teams abfragen. Und das hilft natürlich dabei zu verstehen, wie müssen wir heute vorgehen, gibt es irgendwas, was wir besonders beachten müssen. Und es hilft auch dabei, und das finden wir ganz besonders wichtig, die Verbundenheit zu stärken. Also in den Teams, mit denen wir zusammenarbeiten, aber auch in unserem internen Team bei Quäntchen und Glück, nutzen wir dieses Tool natürlich, um Meetings gut starten zu können. Und wir wollten euch genau in diesem heutigen Termin auch genau das zeigen. Ein Ablauf eines Workshops, wie wir ihn machen, mit einem kurzen Check-in, den haben wir gerade absolviert, und einem Hauptteil, der gleich folgen soll. Ich kann euch noch kurz was zu erzählen, Jakob. Ich glaube, es gibt sogar eine Folie, auf der das, was ich gerade erzählt habe, draufsteht. Stimmt. Ja. Ja. In den Chat geguckt habe. Ja. Genau. Aber wo haben Sie die alle wenigstens zugehört? Was wir euch auch noch mitgeben können, und ihr merkt, wir machen so ein bisschen eine Mischung aus interaktiver Session und Metamoderation an der Seite. Was wir euch empfehlen können, ist, in kleinen Gruppen versucht am Anfang jeden zu Wort kommen zu lassen. Wir sind heute um die 150 Leute, da geht das natürlich nicht. In kleinen Gruppen versuchen wir genau das, den Menschen den Raum zu geben, etwas zu sagen. Das nimmt gerade bei Introvertierten oft die Hemmschwelle, später etwas sagen zu können. Und man kann dann einen besseren Austausch starten. Bei großen Gruppen ist immer die Empfehlung, so ein Tool zu nutzen, wie gerade zum Beispiel Menti. Wir haben auch Veranstaltungen, das ist dann um die 150 Personen oder mehr aktuell. Und da ist so ein Tool natürlich sehr, sehr hilfreich, um genau das abzufragen. Und das habt ihr gerade am eigenen Leib erfahren und gesehen. Ich habe gerade einen Kommentar von Jan gesehen, der ist auch berechtigt. Er sagt nämlich, es geht nicht um jedes Meeting. Ja, also ich starte auch wirklich nicht jedes Meeting, auch wenn ich mit zwei Personen oder ein Meeting habe, mache ich kein 15-Minuten-Menti-Check-In. Aber ich frage zumindest mal, wie geht's und was gab es zum Mittagessen? Das ist sozusagen die Schmalspur-Variante des Check-Ins, glaube ich, die wir alle aus dem Miteinander und den Geflogenheiten kennen. Aber je größer das Meeting wird, je länger es wird, ja, je vielleicht fordernder, interaktiver,
desto mehr lohnt es sich, ein Check-in einzubauen. Und das geht natürlich auch via Chat, nicht nur via Mentimeter, sondern in größeren Runden. Wenn ihr mit 10, 12 Leuten seid, könnt ihr auch 2, 3 Fragen in den Chat posten und über den Chat ein Check-in machen. Ah, da werden auch schon die ersten Links geteilt. Ich gehe mal weiter, Sophie, gell? Weil da kommt genau der Hauptteil, ja? Genau, ich hatte es angekündigt. Wir haben mit einem Check-in gestartet und wollen euch jetzt im Hauptteil einiges erzählen dazu, was wir in unseren zahllosen Remote-Meetings seit März gelernt haben. Was sind für uns Best Practices? Einige davon lassen sich auch auf die richtige Welt übertragen. Wir haben da ein paar grundsätzliche Thesen und Probleme aufgegriffen. Das erste Problem, das in Meetings aller Art aufkommt, egal ob vor Ort oder remote, aber gerade remote die größten Probleme mitunter macht, ist, wenn zu viel geredet und zu wenig erarbeitet wird. Was meinen wir damit? Wir alle kennen sie, die typischen Telcos, alle erzählen was, alle erzählen vielleicht auch sehr, sehr lang etwas. Man kommt nicht wirklich zum Punkt, man kommt nicht wirklich zum Inhalt und alle fühlen sich danach geschlaucht und eher so, als hätte man sich das Ganze sparen können. Das gilt es natürlich zu vermeiden und wir sagen euch natürlich nicht nur, was schieflaufen kann, sondern auch, was man machen kann, um das zu vermeiden. Und dafür müsstest du noch einmal weiterklicken, Jakob. Sehr gerne. Und das kann man jetzt hier nicht so toll erkennen, das ist aber gar nicht so schlimm, weil ich das euch noch auf der Tonspur erzähle und Jakob kann gern ergänzen, wo er möchte. Was wir machen, um genau dieses Reden etwas einzuschränken und zu vermeiden, ist, dass wir so oft und so gern und so gut es geht versuchen, alle ihre Gedanken schriftlich festzuhalten. Das hilft zum einen dabei, diese Ideen, die die Menschen in ihren Köpfen haben, erstmal zu manifestieren und fester werden zu lassen. Also wenn ich einen Gedanken habe und ihn nicht direkt ausspreche, dann wird er vielleicht ein bisschen konkreter, noch ein bisschen schärfer. Und auch hier gilt es, dass es auch den Introvertierten dabei hilft, potenziell etwas zu sagen, wenn man erstmal die Gedanken zum Beispiel über den Chat einfängt, auffängt und ein wenig aufbereitet. Was man auch gut machen kann, ist ein sogenanntes Brainwriting. Das kennt ihr alle wahrscheinlich aus unterschiedlichen Workshops oder vielleicht noch nicht. Also statt Brainstorming, alle rufen ihre Ideen in den Raum, macht man ein Brainwriting. Jeder schreibt seine Ideen auf. Und das sollte man, und da sind wir ja ganz fest in Überzeugung, vor allem auch im digitalen Raum nutzen. Da kann man zum Beispiel so kollaborative Dokumente wie Google Docs nutzen oder ähnliches, je nachdem, was ihr bei euch habt in euren Firmen, und die Leute einfach einladen und gemeinsam dort ihre Gedanken notieren lassen. Man kann aber auch, so wie gerade in Mentimeter, die Sachen über Mentimeter abfragen und dort die Leute notieren lassen, was geht dir gerade im Kopf vor, im Hirn vor. Oder, und das kennt ihr wahrscheinlich schon und das machen wir wirklich aktuell sehr, sehr intensiv, ihr nutzt ein digitales Whiteboard-Tool. Auch da kann ich euch mitgeben, unsere Erfahrung ist, das funktioniert natürlich nicht in riesengroßen Gruppen. Also wir sprechen hier von so Tools wie Mural, Miro, Concept Board, Gemboards. Wir nutzen Mural vorrangig, haben aber intern schon entschieden, dass es da auch einen Teil gibt. Wir können nicht genau sagen, wir haben Miro auch schon ausprobiert. Das scheint ähnlich gut zu sein, aber mit Mural können wir sagen, haben wir jetzt für uns gute Erfahrungen gemacht und das nutzen wir ganz bewusst, um Workshops so zu gestalten, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort interaktiv mit uns zusammenarbeiten auf einem digitalen Whiteboard. Und genau, für größere Gruppen, da kommt auch nochmal die Frage, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es schon irgendwann so ab, keine Ahnung, 15 Teilnehmern auf so einem Board unübersichtlich und nicht mehr ganz so amüsant wird. Jakob, ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, aber ich würde mit so Riesengruppen eher immer in, dann schon so in Menti arbeiten oder vielleicht den Chat nutzen oder die Leute über Breakouts in kleinen Gruppen sich unterhalten lassen. Was sagst du, Jakob? Also bei mir ist so 30 plus in Mural, macht es mir keinen Spaß mehr, aber wir kriegen ja gerade die Info, dass Miro wohl mehr kann. Ja, meine Erfahrung ist so ein bisschen auch wie also in Mural zumindest, wie bildlastig das Board ist. Da wird es auch manchmal ein bisschen schwierig, also wenn man viele GIFs oder Bilder draufpackt oder Grafiken. Ja, aber ich bin auch... Mir geht es nicht nur um die Performance, sondern auch um den Benutzungsspaß und wenn irgendwann 300 Leute versuchen, da ihre Ideen zu notieren. Also ich bin dann gespannt zu hören, wie es macht. Da können wir uns gerne im Nachgang nochmal drüber austauschen. Aber das ist tatsächlich so, worüber ich stolpere. Und vielleicht noch so ergänzend, also manchmal nutze ich auch wirklich den Chat, ja. Also ich habe auch komplette, manchmal kleinere Sessions, ja, bei uns am Schontag, wer vorhin in der Kulturlounge war, wo wir teilweise in 10-Minuten Sessions im Brainwriting im Chat machen. Und 2, 3 Fragen und teilweise auch mit der Methode, dass wir nicht absenden, sondern erst gemeinsam
ein Kommando geben und alle reinschreiben mit Control Return im Zoom-Chat, um nicht abzusenden und uns nicht gegenseitig zu primen, also irgendwie zu beeinflussen mit den Ideen. Also schreiben statt reden, ja, ist das, was Sophie gesagt hat. Und wie gesagt, also wenn man gerade kein Tool zur Hand hat, dann nehmt den Chat, den gibt's fast überall. Und auch da kann man mit kleinen Kniffen und Tipps oder Tricks halt auch schon kleinere Brainwritings machen. Also das Sortieren und Clustern wird halt schwierig im Chat, aber dafür braucht es dann halt dann die anderen Tools. Oder man kann es dann auch übertragen. Ja, also wir haben auch manchmal so Situationen, ich hatte heute einen Workshop heute Vormittag, wo ich den Checkout, die Reflexion im Chat gemacht habe vom Zoom, wo ich Reflexionsfragen gestellt habe, wie worüber bist du heute gestolpert oder welche Frage geht dir noch durch den Kopf? Und die haben alle dann zeitgleich abgesendet und die habe ich danach auf das Whiteboard übertragen und habe es dann an der Stelle gemacht, weil ich halt auch wirklich einen Workshop hatte, wo ich den Leuten die unterschiedlichen Wege zeigen wollte. Und so kann man natürlich auch arbeiten. Wunderbar. Ich glaube, wir haben noch eine zweite Herausforderung für Workshops. Du kannst mal eine Folie weiterklicken. Oh ja, wenn doch mal geredet werden muss. Genau. Was passiert, wenn in Workshops doch mal geredet werden muss? Ihr habt es gerade schon geahnt. Mitunter versuche ich so lang wie möglich zu vermeiden, in Workshops, dass geredet wird. Also außer es ist eine kleine Gruppe und wir wollen uns ganz explizit austauschen. Oder wir schicken sie in Breakouts, um sich dort auszutauschen. Aber natürlich gibt es Situationen, in denen man mit einer Gesamtgruppe, mit einer Größe, mit einer Gruppe von, keine Ahnung, 6, 7, 8, manchmal auch mehr Leuten Themen besprechen muss. Und auch dafür haben wir euch eine Methode mitgebracht. Jakob, du kannst mal weiterklicken. Sehr gerne, Sophie. Eine Methode, die wir nutzen und die kennt ihr vielleicht schon, die kommt eigentlich auch aus der analogen Welt, ist das Conversation Café, das wir für uns in sehr, sehr vielen Formaten nutzen. Genau, es ist eine Liberating Structure. Beziehungsweise, ich glaube, ganz originär wurde es sogar anderweitig erfunden. Jakob, eins zu weit geklickt. Wurde es sogar erfunden, um wirklich Gruppen ins Gespräch zu bringen. Und das Schöne an dieser Übung ist, dass sie jedem Gehör verschafft. Also ihr könnt euch die gerne mal anschauen. Wir nutzen diese online wirklich fast wie sie im Buche steht, dass jeder am Anfang eine Minute bekommt, um seine Gedanken zu teilen. Danach bekommt jeder noch mal eine Minute, seinen Gedanken zu teilen. Und erst dann geht man in den Gruppenaustausch. Das soll immer dazu führen, dass alle zu Wort kommen, dass alle sich trauen, etwas zu sagen und man dann einen sehr viel wertvolleren Austausch hat. Und am Ende kann dann jeder immer noch mal sagen, was nehme ich aus diesem Gespräch mit. Wir machen das skaliert ganz okay, würde ich sagen. Wir machen das so in Gruppen bis zu 8 Personen im digitalen Raum. Und wenn wir eine größere Gruppe haben, dann teilen wir das mitunter auf, dass wir, keine Ahnung, 2 Fünfergruppen in Breakouts machen und die unterhalten sich auf diese sehr methodische Art und Weise miteinander und bekommen so dann auch etwas mehr raus. Das wäre so eine Empfehlung, wie man gut Gespräche und Austausch im digitalen Raum fördern kann. Wir haben auch schon mit Fishbones experimentiert, die kennt ihr vielleicht auch, wo wirklich dann es gibt 3 bis 4 Stühle, 4 bis 5, je nachdem, wie ihr wollt. Und die können von den Leuten besetzt werden, indem sie ihr Video anschalten und alle anderen haben ihr Video aus und hören zu und können sich dann einwählen, indem sie quasi eine Person, die ihr Video anhat, ablösen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und da kann ich euch wirklich nur mitgeben, gerade im digitalen Raum, wo man mitunter nicht sehen kann, wer möchte jetzt was sagen, wer hat hier gerade was beizusteuern, kann es extrem hilfreich sein, mit solchen Methoden dafür zu sorgen, dass die Leute wirklich Gehör bekommen. Genau. Session Café, Fishbowl und ergänzend kann auch so manchmal, ich mag es nochmal, auch kleine Blitzlichtrunden zu machen mit Staffelstab. Also sprich, wenn ich in einem kleinen Workshop bin mit 10 Leuten und mal so einen Zwischenstand abfrage, mache ich das per Blitzlicht, gebe den Leuten 30 Sekunden, eine Minute und sie sollen dann selbst die nächste Person dran nehmen. Und das ist so der Staffelstab, der dann weitergegeben wird. Da muss ich nicht eine Reihenfolge vorgeben oder irgendwie die ganze Zeit selbst sagen, jetzt du, sondern die Teilnehmenden nehmen sich untereinander dran. Und das kann auch nochmal helfen, um kleine mündliche Runden strukturiert durchzugehen. Okay. Dann geht's weiter. Ich habe hier so viele Fenster auf, Sophie, das ist heute Next Level auf jeden Fall. Jo, mit Hoppy noch und die Chats. Ja, nach der 12. Stunde dann nochmal, musst du nochmal ordentlich die Temperatur. Ja, gib alles. Ja.
Genau. Der letzte Punkt ist, und ihr seht, wir haben heute an der GIF-Auswahl nicht gespart, wenn die Energie in einem Termin gegen Null geht, bei Jakob jetzt in der 12. Stunde, wahrscheinlich irgendwann bald. Na klar, gibt es diese Momente und man merkt es den Gruppen als Moderator, als Facilitator mitunter sehr an, wenn die Energie gegen Null geht. Ihr ahnt es, es gibt dann zwei Optionen. Du kannst eine Slide weitermachen. Entweder man macht eine kurze Pause, für die haben wir jetzt keine Zeit, oder man macht einen kurzen Energizer. Wir haben euch hier mal ein Beispielbild mitgebracht von einem Energizer aus unseren Reihen. Das ist eine schöne Übung, in der man sich gegenseitig malen kann. Also ein Energizer sind ja immer die ganz kurzen, kleinen Übungen, die zur Auflockerung dienen. Und wenn wir versuchen unsere Workshops unter 3 Stunden zu halten. Wir versuchen jede Stunde mindestens 5, im besten Fall sogar 10 Minuten Pause zu machen und wir versuchen mindestens einen Energizer zu streuen. Manche Kollegen machen da mehr, manche machen da weniger. Hier bei dem Bild haben wir uns gegenseitig gemalt. Das ist ein Quäntchen internes Bild, also von uns intern. Das haben wir in Mural gemacht tatsächlich. Ich glaube, da gibt es auch eine Vorlage. Ja. Jakob, korrigiere mich. Und das Schöne hier dran ist, ihr könntet Jakob und mich erkennen. Wir wurden mitgemalt. Wenn ihr da genau hinschaut, dann sind wir da gemalt jeweils auf diesem Bild zu sehen. Ah, ich habe mich gerade gefragt. Naja, gut. Der Original-Energizer heißt Sketch Yourself. Ja, den gibt es auch als Mural-Template. Ich habe den umgebaut in das zufällige Zoom-Zeichnen, weil das heißt, wenn ihr mit 12 Leuten in einem Workshop seid, schnappt euch dieses Template. Ihr könnt es ja auch in Miro abbauen. Aber zeichnet nicht euch selber, sondern schnappt euch eine Webseite, die Zufallszahlen generiert von 1 bis 12. Und jeder generiert sich eine Zufallszahl und in Zoom könnt ihr ja die Leute umbenennen. Also ich kann der Sophie jetzt 1 geben, mir 2, dem Jo 3 und dann zieht jeder eine Zufallszahl und malt halt die Person. Und das ist noch ein bisschen witziger, als irgendwie sich selbst zu malen oder jemanden auszuwählen, weil da hat man ja immer irgendwie, man tendiert dann zu Leuten und wenn der Zufall irgendwie dafür sorgt, dass 7-mal die gleiche Person gemalt wird oder man sich selber malt, ist es halt auch ganz witzig. Deswegen zufälliges Zoom-Zeichnen, umbenennen in Zoom mit der Ziffer, ein Zufallstool nehmen, die Leute eine Nummer wählen lassen und auf dem Board dann anfangen, in 2 Minuten zu zeichnen. Der und Escape the Boom, hat ja heute auch der Michael Kramer, sind gerade so ein bisschen meine Lieblings-Energizer. Escape the Boom braucht ein bisschen länger mit Einführung, Aufteilung in Bombenentschärfer und die Teams. Aber dieses gemeinsam per App eine Bombe entschärfen und danach noch ein bisschen über Teamkommunikation zu reden, ist auch ein super Ding. Das sind aber jetzt die Energizer, die ein bisschen Vorbereitung brauchen. Und daneben gibt es noch ein bisschen die kleineren Energizer. Und wir haben die ganze Zeit überlegt, welchen könnten wir denn hier irgendwie mit so vielen machen. Normalerweise machen wir, wenn wir nicht mehr als 25 Kacheln haben, in Zoom so ein Energizer. Zeig doch mal, aber wir probieren es mal. Zeig doch mal alle auf den Yo. Wo ist er bei euch? Vielleicht sehen Sie gar nicht, weil man den Bildschirm nicht unbedingt alle sieht. Ja. Ja. Genau, also der sieht bei jedem anders, yo, jetzt nimm doch mal eine andere Person dran. Ja, also ja, auf wen sollen wir zeigen? Ich muss dann ja, glaube ich, meinen Screen irgendwie ändern, dann muss ich alle Leute erstmal anzeigen. Ach so, okay. Genau, weil wir alle den gescherten Screen sehen. Ja, ja, genau. Von daher. Wie wäre es denn mit Patrick? Patrick. Wie zeige ich ihn? Diese gespiegelte Ansicht. Jedenfalls. Seht ihr ihn? Gell? Das ist das Problem. Der funktioniert halt nicht mit mehr als 25. Ja? Also, ja. Deswegen, warum wollt ihr ein bisschen herausfordernd, einen Energizer zu suchen? Aber der hier, also zufällig also die Leute zeigen lassen, der bewegt und animiert die Arme ein bisschen, der geht relativ schnell, den könnt ihr nach Pausen gut einbauen. Anderer Lieblings-Energizer von uns ist das verrückte Küchenutensil. Ja, wir bitten die Leute, wenn vor der Pause in die Küche zu gehen und den absurdesten Gegenstand aus der Küche mitzubringen. Und da findet sich immer was. Und die Leute kommen zurück und entweder stellt man es in der kleinen Runde vor, wenn es nicht so viele sind, oder schickt sie in den Breakout und lässt sie raten, was die Küchengegenstände sind. Das sorgt immer so für ein bisschen Heiterkeit. Und es gibt noch so den Klassiker irgendwie Touch Blue. Ja, also man sagt, alle müssen jetzt was Blaues anfassen. Ja, und sprinten irgendwo in der Ecke oder machen das und dann geht das frei rum. Aber das sind so kleine Bewegungsenergizer. Muss man immer ein bisschen schauen, kann ich das mit der Gruppe machen? Habe ich da selber Lust drauf? Ist das Setting dafür da? Aber im Prinzip, ich merke es manchmal an unseren Schontagen, sind wir auch so knapp. Wir haben eigentlich so Energizer-Slots eingebaut, die überziehen wir dann. Und an den Tagen, wo wir die nicht gemacht haben, die Energizer, im Nachgang bereue ich es immer. Weil irgendwann fehlen doch die Lacher und der Spaß und einmal irgendwie dieses Quatsch machen. Und deswegen eigentlich
Jakob, an mich auch Vorsatz für 2021, nur wieder Energizer von der Agenda streichen. Ja, also genau, was steht auf deinem Schreibtisch? Ist oft sehr persönlich. Ja, hier ein New Work Quartett. Für Werbeeinblendungen in Workshops. So, gehen wir weiter vom Energizer zum... Oh ja. Ihr merkt, ich und die GIFs heute. Natürlich, nächste Herausforderung, manchmal kommt man nicht umhin, etwas Inhaltliches rüberbringen zu wollen. Zum Beispiel in einer Präsentation. Ihr merkt gerade, wir haben versucht, unser Inhaltliches ein bisschen aufzulockern. Meine grobe Empfehlung wäre, inhaltliche Inputs, vielleicht so auf je länger als guten TED-Talks, 15 Minuten, vielleicht maximal 20 Minuten zu beschränken. Und nichtsdestotrotz passiert es ja manchmal, dass man etwas Inhaltliches rüberbringen will. Da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten und das, was wir euch am liebsten dabei mitgeben würden, habe ich gerade schon gesagt, versucht es kurz zu halten und versucht es, wenn möglich, interaktiv zu machen. Deswegen können wir jetzt einmal auf die nächste Seite gehen, Jakob. Ja, ich bin schon am Breakout erstellen. Das ist übrigens der Grund für Tandem-Moderation. Ja, nur wenn man noch ein Menti klicken muss, ist ein bisschen schwierig. Ja, muss ich nochmal klicken, oder? Ja, gerne. Sehr gerne. Also ist noch drin, Sophie. So. Ja. Genau, weil nämlich, wir wollen es auch interaktiv machen. Wir haben euch jetzt in ganz gebündelter Form und in ganz schnellem Sprechgeschwindigkeit möglichst viel schon mal mitgegeben, was wir über einen gut gelungenen Hauptteil eines Meetings sagen konnten. Schreiben statt sprechen, wenn man doch sprechen muss, dann gern methodisch inhaltliche Inputs möglichst kurz fassen und Energizer einbauen. Und natürlich ahnen wir, dass ihr ganz viele Fragen habt. Um diese Fragen einzusammeln, werden wir gleich starten. Wir wollen, es geht sogar schon los. Von daher geht noch einmal zurück. Dann. Das war doch zu genau, weil wir nämlich vorher, nämlich, und das ist noch ein kleiner weiterer Tipp, gerne einen Breakout machen würden. Und diese Breakouts nutzen wir, um Fragen nochmal zu schärfen. Also wir machen das oft in größeren Meetings mit vielen Teilnehmern, dass wir wirklich die Leute nochmal 4 Minuten in einen Breakout schicken, zu zweit. Und das machen wir jetzt hier auch. Die können sich dort darüber unterhalten, was für eine Frage sie gleich stellen wollen. Machen die nochmal ein bisschen besser. Und das machen unsere Teilnehmer hier im Zoom-Call gleich ganz interaktiv. Jeder kann sich kurz überlegen, welche Frage habe ich. Dann könnt ihr euch dazu austauschen. Und dann entscheidet ihr gemeinsam, welche eine Frage davon ihr gerne stellen möchtet. Alle an allen anderen Endgeräten können natürlich einfach ihre Frage gleich posten. Aber wir machen das jetzt hier so, dass wir euch 4 Minuten in die Breakouts schicken. Und ich glaube, unsere Teilnehmer an den anderen Übertragungsgeräten werden mit Jo und mir in einem Breakout landen. Von daher. Ja, richtig. Also die Kamera geht mit Jo und Sophie und ich bleibe im Hauptraum als einsamer Remote-Moderator übrig. So, einer muss das Opfer bringen, Leute, damit ihr Spaß habt. So, viel Spaß. Wir sehen uns in 4 Minuten wieder. Bis gleich. Kommt mit guten Fragen zurück. Hallo Jo. Hallo, jetzt macht mein Laptop komische Sachen und die Windows Defender Firewall will irgendwas. Ja, das gehört dazu. Ich hoffe, aber du hörst mich. Ja, ich höre dich ganz hervorragend. Wir sehen dich auch noch, glaube ich. Von daher, das ist alles gut. Erzähl mir doch mal, was du für eine Frage hast. Ich werde sie noch nicht beantworten, damit du sie gleich nicht. Nein, brauchst du nicht. Wir können sie ja schärfen, weil ich habe natürlich hier währenddessen auch so ein bisschen den Hopping-Chat noch beobachtet und habe da ein paar Fragen aufgesammelt, die so in eine Richtung gehen. Dann können wir mal überlegen, wie wir sie schärfen. Zum Beispiel fragt Andreas, habt ihr Erfahrung, wie sowas mit älteren Kollegen klappt? Und da war eine andere Diskussion mit Caroline, ja, Widerstände, die Leute wollen das nicht, die machen nicht mit. Könnte jetzt vielleicht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen, ne? Dass die Leute vielleicht mit Überforderung umgehen. Der Jakob sagte ja eben selbst, ne, ich habe heute so viele Fenster auf, ja, die muss man ja auch erstmal beherrschen, ne? Das ist technische Gerät. Wie könnten wir denn diese Frage so bauen? Vielleicht, ich fand dann, wie geht man mit älteren oder nicht so technikaffinen Kollegen um? Oder wie kann man ältere und nicht technikaffine Kollegen in Remote-Formaten mitnehmen? Irgendwas in die Richtung? Ja, das ist doch. Genau, notierst die am besten mal, weil die Grundidee ist dann, und das haben wir eben schon ganz kurz angeteasert, dass dann die Person, die Frage stellt, und in unserem Szenario wärst du die einzige Person in unserem Breakout mit einer Frage,
die dann gleich ins Mentimeter postet und dann wird da nämlich gewotet und entschieden, welche dieser Fragen dann beantwortet wird. Wie schon gesagt, wir machen das oft, um zu gucken, um herauszufischen, welche dieser Fragen sind für möglichst viele Menschen relevant. Wir haben oft in unseren Terminen auch nur wenig Zeit, Fragen zu beantworten und so kriegt man das gut hin. Vor allem, weil unsere Erfahrung auch ist, dass sonst meistens die besonders extrovertierten Kolleginnen und Kollegen diejenigen sind, die allererste Frage direkt stellen und dadurch dann alle anderen primen oder dafür sorgen, dass die meisten folgenden Fragen in die gleiche Richtung gehen. Und das ist dann unser kleiner methodischer Hack, die Leute erstmal sich für sich selbst eine Frage überlegen zu lassen, sich dann auszutauschen und sie dann in der Großgruppe zu stellen. Und das kann man natürlich nicht nur mit Fragen machen. Ich erzähle jetzt einfach mal weiter. Du kannst ja, alles gut. Nein. Sondern das kann man auch sehr gut machen, indem man andere Themen dort bespricht, Ideen zum Beispiel schärft. Deswegen sind wir diese großen Verfechter der Breakouts. Und als nur Zoom das konnte, waren wir dann auch ausschließlich in Zoom unterwegs, weil das für uns das Praktischste ist. So, der Jakob, der postet nebenbei, auch das ein kleiner Remote-Hack für die Moderation, immer so kleine Infos in die Breakouts. Ich weiß nicht, ob die Leute an den anderen Endgeräten das sehen können, aber da kommt dann immer die Info, wie lange es noch dauert und wie viel Zeit noch bleibt. Genau. Ansonsten ein weiterer Breakout-Tipp und auch das machen wir häufiger, wenn wir eine ungerade Zahl haben, dann machen wir es als Duo-Moderation oft so, dass wir dann wirklich einer von uns mit in die Breakouts geht, um diese Zweier-Konstellation aufrechtzuerhalten. Oder manchmal machen wir es auch anders und dann bleiben beide im Hauptraum und machen eine Dreiergruppe zum Beispiel. Und natürlich ein ganz wichtiger Moderationstipp für alle, die jetzt hier gerade dabei sind, ist, dass man sich während der Breakouts auch in der Moderation gut beraten kann und entscheiden kann, was fliegt aus der Agenda raus und was bleibt drin. Solche Dinge. Oder wie passen wir das Ganze an? Wo müssen wir nochmal nachschärfen? Ja, ich höre dir einfach zu. Es ist alles spannend, was du erzählst. Eine Stunde reicht fast nicht, um das alles zu erzählen. Ja, aber ihr seid der letzte Talk in dem Track. Wir haben noch genug Zeit. Wir können also alle Fragen, egal nach Ranking. Wir können stundenlang. Genau, jetzt wechseln wir gleich in den anderen Raum zurück und dann sehen wir uns. Wunderbar. So, dann wechseln wir mal zurück. Jakob möchte mich reden hören. Hi, will ich ja. Genau. So, willkommen zurück. Mein liebstes Feature in Leben ist so viel besser als Moderator und Facilitator, seitdem es virtuell in Breakouts gibt und man Menschen einfach rein- und rausholen kann. In Workshops war das früher ein bisschen umständlicher oder auf Meetups, wenn man auch so kleine Impromptu-Networkings gemacht hat und sie wieder einfangen will. So ist es viel einfacher. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Austausch. Sophie, Jo, hat das bei euch geklappt? Hat die Kamera gute Fragen gestellt? Ja, Sophie hat mich nicht so viel reden lassen. Ja, das stimmt. Nein, die Sophie hat noch ganz viele Tipps gegeben und die könnt ihr nachher in der Videoaufzeichnung, die jetzt in den Breakouts anderweitig beschäftigt werden, euch natürlich nochmal anhören. War sehr informativ. Tom hat einen interessanten Hinweis im Chat. Ja, es stimmt auch, man fühlt sich wie ein Schaf von der Weide getrieben, aber zumindest kommen alle wieder pünktlich zurück. Ja, also gehen wir mal so ein bisschen rein. Welche Fragen habt ihr? Oh, es sind schon einige Fragen rein. Wir haben gerade selber einen kleinen Moderationsfehler gemacht. Normalerweise schicken wir in den Chat nochmal mit, also die Aufgabe rein, wenn wir Leute in Breakouts schicken. Also tauscht euch über eure Fragen aus und dann geben wir auch oft den Hinweis noch mit, schreiben wir ihn mit rein. Und einigt euch drauf, wer die Frage gleich im Menti reinschreibt in eurem Breakout. Ich habe es versucht übers... Genau, ich hatte es kurz angedeutet, Jakob, aber genau, Alle haben es geschafft. Haben wir es geschafft, ja. Ich habe den Fehler gemacht und vorhin schon reingeschrieben und habe jetzt schon abgestimmt. Naja. Also unsere optimierte Formulierung, Sophie, ist da nicht drin. Ach, kein Problem. So, wir gucken mal, welche Fragen ihr habt. Aber Sophie, ist mir gerade aufgefallen, wir haben noch einen kleinen Fail in unseren Stunden. Wir haben das falsche Fragen-Feature in Menti genommen. Eieiei, ja. Ihr seid live dabei. Da hältst du schon eine Session über How to Remote Workshops und dann rutscht mir das durch. Also, wäre das die Menti-Folie gewesen, wo ihr dann nochmal abstimmt, ja, welche Fragen ihr hören wollt. Jetzt stimmt ihr halt nicht ab. Jetzt gehen wir einfach mal so ein bisschen durch. Welche raus. Ja, das hast du jetzt davon. Darfst du nämlich jetzt erklären, warum hat der liebe Gott keine Frau? Genau. Das steht da ganz oben. Ja. Aber
Genau, da gehen wir gleich drauf ein, die parken wir kurz, kleiner Moderationstipp, um Fragen zu umgehen. Und auch wichtig, und das wollte ich auch als Meta-Beobachtung auch noch kurz sagen, wenn man in der Moderation Fehler macht, einfach immer gerne dazu stehen und das ganz offen formulieren. Auch das sorgt dafür, dass sich die Teilnehmerinnen sicherer fühlen, das Gefühl haben, wir können auch Fehler machen, wir müssen nicht perfekt sein. Es lässt es jetzt so wirken, als ob wir das bewusst gemacht hätten, haben wir natürlich nicht, aber ich finde das immer ganz hilfreich, sich das klar zu machen. Ich mache nächste Woche erstmal einen Remote-Moderationsführerschein. Ja. Dies hilft mir noch beim Beifahren, ja. Also mitfahren. Ja. Gut, dann gucken wir doch mal ein bisschen rein. Dann müssen wir es so lösen halt. Ja. Also habt ihr die Erfahrung, wie sowas mit älteren Kollegen klappt? Also wenn hinter älter steckt, unerfahren, oder um Sie nochmal schärfen zu dürfen, Jakob, weil wir haben Sie ja, ich konnte es ja nicht mehr neu eintippen, alt oder technisch nicht so versiert. Ja. Du sagtest ja selbst vorhin, ne, ich habe hier gerade so viele Tabs auf, ich muss mich erstmal zurechtfinden. Und das sind zwei Sachen. Das eine ist, ob ich es moderiere, ja, dann ist natürlich dieses Jonglagegefühl, ich habe hier gerade drei Monitore und ein paar Fenster auf, also es ist schon ein bisschen herausfordernd, da muss man schon so Lust auf so eine Wetten, dass TV-Studio-Regie haben. Also wenn das ein für ein nichts ist, ist es natürlich ein bisschen schwierig, ja, also so viele Tools einzusetzen oder es zu machen. Aber umgekehrt, als Teilnehmende ist meine Erfahrung, wenn man sich Zeit nimmt, ja, was wir machen, ist, dass wir zum Beispiel in Einladungsmail zu Workshops schon ein Menti-Testboard mitschicken mit selbsterklärenden Aufgaben. Das heißt, eine Woche vorher können die Teilnehmenden... Mural-Testboard, wolltest du sagen, aber... Entschuldige, ein Mural-Testboard, können die Teilnehmenden schon mal ein bisschen üben und klicken. Und da ist auch meine E-Mail-Adresse, wenn sie Probleme haben, dann schreiben sie. Noch ein anderer Tipp, wenn ihr Tools in einem Workshop einführt, ja, ich habe am Anfang den Fehler gemacht, Muralboards direkt zu teilen, den Link im Chat, und dann sind die Leute natürlich auf dem Board unterwegs und sie sind neugierig. Was ich seitdem mache, ist immer ein 5 Minuten Screensharing des Tools, ja, wo ich erstmal zeige, da ist alles, und seitdem klappt das Onboarding in ein anderes Tool viel besser. Also vorher ein Screensharing machen und dann erst die Leute auf die Tools schicken, ist wirklich, also war ein kleiner Gamechanger, wo ich an der Stelle beim Onboarding auf Tools, was ich gemerkt habe. Genau. Wichtig finde ich noch der eine Punkt, ich glaube, du hast noch nicht erwähnt, unsere Technik-Checks, die wir gerne machen bei Gruppen, wo wir das Gefühl haben, das technische Setup ist sehr komplex. Da machen wir es wirklich so, dass wir vorgelagerte Tools machen, Checks machen bei ganz großen Gruppen, Termine, wo die Leute in 10-Minuten-Slots reinkommen und Mikro, Video und jede andere Funktion testen können. Aber das wirklich nur bei ganz, ganz großen Veranstaltungen, wo es wirklich wichtig ist, dass alle aktiv dabei sind. Morgen früh habe ich einen. Also wir haben nächste Woche Town Halls mit 150 bis 200 Menschen, die wir moderieren. Und morgen sind 20 Menschen im Technik-Check, die schon gesagt haben, dass sie an anderer Stelle gemerkt haben, dass sie ein Problem haben. Und das ist aber das hilfreichste Mittel, weil im Workshop kriegt ihr solche Sachen fast nicht mehr gelöst. Wenn da 5 oder 10 Menschen bei einer ganz großen Gruppe oder Event Probleme haben. Wenn ihr es irgendwie vorher abfangen könnt, hier ist es natürlich nicht möglich, aber an anderer Stelle hilft das. Was haben wir noch für Fragen? Sophie, such du dir eine aus. Jetzt. Ich hatte gerade noch die Frage gesehen, wie bringt ihr die Teilnehmer dazu, die Kamera anzumachen? Ich finde, das gehört da auch mit dazu. Also wir versuchen das schon in den Mails vorher klarzumachen, dass es ein Termin ist, bei dem die Videos bitte an sind. Bei uns intern ist es sowieso die Regel, dass das Video angemacht werden muss. Dann sind die Leute vorbereitet, dann können sie sich die Haare entsprechend machen oder was auch immer das Anliegen ist oder einen Hintergrund auswählen. Und durch die Technik-Checks schaffen wir es auch, dass die Leute, die sagen, meine Kamera geht nicht, also es ist jetzt bei uns wirklich mit externen Terminen mit Kunden, dass wir dann wirklich dafür sorgen können, dass es auch keine technischen Probleme gibt. Und wir sagen am Anfang von jedem Meeting, das ist natürlich für die Meeting-Atmosphäre absolut wichtig, hilfreich und unterstützend ist, die Videos anzumachen. Und da muss man dann ein bisschen appellieren. Also ich habe auch nochmal den Hinweis, manchmal, wenn ich sage, wir arbeiten auch viel mit Breakouts und schicken die Leute immer wieder in 2er-, 3er-, 4er-Breakouts, da haben die meisten dann Verständnis zu sagen, okay, das ist auch doof, wenn ich da jemanden gegenüber sitze, der irgendwie einen schwarzen Bildschirm hat. Dann sagen wir, dann mach sie wenigstens bitte im Breakout an, wenn du dich in der großen Gruppe unwohl fühlst mit Kamera an, dann vielleicht im Breakout. Wer, glaube ich, bei Michael, ich weiß nicht, ob du das heute in der Session gemacht hast, Michael Kramer bei Escape the Boom, der hat mir mal in unserer Session erzählt, dass er mal Escape the Boom spielt mit Teams mit und ohne Kamera. Ja? Genau. Und was ist deine Erfahrung, was das ausmacht? Wie gut entschärfen die Bomben? Ja, das ist ein Augenöffner, weil die ich mache das dann so, dass wir 10 Minuten mit ausgeschalteter Kamera spielen müssen, weil das auch dem Original-Setting von diesem Spiel, was
in den 70er Jahren spielt, mehr entspricht. Und dann ist das mühsam. Und nach 10 Minuten erlaube ich, die Kamera anzumachen. Und die Leute fangen sofort an, sehr viel effizienter miteinander zu kommunizieren, malen Sachen in die Luft und die Gestik und die Mimik spielt eine große Rolle. Und sie sind viel erfolgreicher. Und das ist ein echter Augenöffner für die Nachricht. Macht eure verdammten Kameras an, wenn ihr gemeinsam irgendwas zustande bringen wollt. Die Kommunikation läuft viel besser. Das ist super. Also das heißt, wenn ihr dann ein Thema habt, wo ihr merkt, immer wieder in bestimmten Meetings oder in Teams oder so, dann spielt doch einfach mal, es geht den Umweg über Escape the Boom als Energizer, spielt das mal mit und ohne Kamera und diskutiert dann drüber, ob man Probleme und Herausforderungen nicht mit Bild in der Kommunikation zum Beispiel besser lösen kann. Sophie, hast du noch eine Frage im Blick? Ja. Ich habe gerade die Frage gelesen, wie löst ihr Konflikte virtuell? Da würde ich immer sagen, wenn es wirklich einen Konflikt zwischen zwei Kolleginnen und, oder zwei Kollegen gibt, ist natürlich nie die Art von Meeting, die Art von Workshop der Rahmen, in dem wir das angehen würden, sondern da würden wir das wahrscheinlich wirklich eher auslagern und sagen, wir versuchen das über interne Feedback-Formate, über die Weiterentwicklung unserer internen Feedback-Formate auszugleichen und würden jetzt nicht in einen Konflikt versuchen, in einem Meeting, wie die, von denen wir gerade sprechen, zu lösen. Und ich finde gerade die Frage schön, Jakob, die gebe ich mal an dich weiter. Was geht in Präsenzworkshops und geht digital gar nicht mehr? Super spannend. Die habe ich auch gerade gesehen. Ich würde sie umdrehen. Was geht denn in Digital-Workshops, was vorher nicht in Präsenz geht? Ging. Denn nämlich das ist gerade die spannende Frage, die spannendere Frage, die ich finde. Wir sind ja in dieser Phase gewesen, wo alle versuchen, 1:1 ihre Meetings nachzubauen und ihre Events und Formate. Aber spannend ist es doch zu überlegen, was können wir denn digital machen auf einmal, was vorher nicht möglich war. Wir können in einen Workshop den Experten auf dem Fachgebiet aus Skandinavien für 20 Minuten für einen Impuls einladen, was vorher nicht möglich war. Da hätten wir in 2 Tage für einen Workshop mit Hotel und so weiter buchen müssen. Wir können Nutzerinnen reinholen in Workshops und mit ihnen Interviews machen, in nicht nur in Design Sprints oder in anderen Workshops, wo wir Feedback haben wollen von den Kundinnen und Kunden, die unsere Produkte benutzen. Ja. Wir können Austauschrunden organisieren. Ein Beispiel, ich moderiere die Darmstädter Klimarunde. Einmal im Monat 1 Stunde. Es ist wie ein Daily, nur monatlich. Jede Klimagruppe hat 3 Minuten Zeit, ihre aktuellen Themen, Herausforderungen zu teilen. Und die anderen sind stumm und ergänzen im Chat ihre Ideen, Impulse und Erfahrungen. Das machen wir einmal im Monat. Austausch, dazwischen ein bisschen Breakout. Und so ein Event hätte ich niemals vor Ort hinbekommen, wenn ich denen gesagt habe, Leute, wir treffen uns nur 1 Stunde im Raum, ihr seid alle ruhig, ihr schreibt nur auf Post-its, ja, und ihr dürft nur 3 Minuten reden. Ja. Und auf einmal ist viel mehr möglich. Und ich habe bisher noch nicht so viel erlebt, was jetzt digital nicht ging. Ich glaube, alles, was sehr stark auf das Konflikt zwischenmenschliche geht, wird herausfordernd remote. Ja. Also aber auch da hatte ich mal schon mal auf Twitter bei 1-2 Menschen nachgefragt. Die waren eher zuversichtlich, auch dass es auch möglich gibt. Wir haben auch schon kollegiale Fallberatungen gemacht. Und das war auch remote prima als Format. Stimmt. Genau, und ich glaube, dabei ist es essentiell, dass, und das gilt im gilt vor Ort wie digital, dass man es schafft, eine gewisse Sicherheit im Team zu etablieren. Da sollte man gerade im digitalen Raum viel investieren, auch bewusst Übungen machen. Ich sage es immer, in denen die Leute sich, eben hat jemand geschrieben, Spiele sind albern, aber ich würde sagen, manchmal ist es sogar ganz hilfreich, kleine Übungen zu machen, bei denen die Leute so ein bisschen über ihren Schatten springen müssen, weil auch das hilft, mitunter ein Gefühl der Sicherheit zu erlangen. Was ich gerade auch noch sagen wollte, das ist jetzt nicht direkt kontextrelevant, aber ich sehe, dass ein paar Leute schon gehen. Unser Talk war eigentlich auf eine Dreiviertelstunde angesetzt. Wir haben aber entschieden, wir nutzen ein bisschen die Extrazeit und machen jetzt noch die Viertelstunde, die sowieso in der Agenda ist. Es gibt gleich noch einen Checkout, wir beantworten noch ein paar Fragen. Und ich hatte nämlich gerade noch den Gedanken, während du sprachst, Jakob, um genau da jetzt auch weiterzumachen. Ich glaube, für viele ist dieser Übergang in digitale Workshops, diese Frage von, was konnten wir in Präsenzworkshops machen, was jetzt nicht mehr geht, ist so ein leicht nostalgischer Gedanke von, ich würde das gerne alles so beibehalten. Ich glaube, es ist eine einmalige Chance, Methoden zu hinterfragen, Methoden weiterzuentwickeln, vielleicht auch ein bisschen Routinen zu hinterfragen. Und deswegen finde ich auch gerade, dass wir in einer sehr spannenden Zeit sind, in der genau das möglich wird. Und deswegen kann ich euch da nur ermutigen, da hatte ich eben auch eine Frage gelesen, wo stand, wie kann ich irgendwie ein Projekt-Kickoff gut methodisch machen, dass alle zu Wort kommen.
probiert Dinge aus. Und selbst wenn ihr in so einem Projekt Kickoff nur mal eine kleine Methode testet, irgendwas, was ihr mal irgendwo gehört habt, vielleicht ein Blitzlicht ganz an den Anfang setzt und einfach mal guckt, was passiert in der Meeting-Dynamik oder ein Check-in einbaut, dann kann euch das dabei helfen, vielleicht im nächsten Termin noch ein bisschen mehr euch zu trauen und noch was einzubauen, was dabei hilft. Also für so ein Projekt-Kickoff gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da kann man auch genau ganz bewusst sagen, dass man den Leuten auch vorher schon sagt, was sie vielleicht erzählen müssen oder was ihr Redeanteil wird. Manchmal hilft sogar, vorher schon die Fragen herumzuschicken. Also da könnt ihr einfach herumexperimentieren und gucken, was in eurem Kontext relevant und richtig ist, weil das natürlich auch unterschiedlich ist, je nach Gruppe, je nach Team, je nach Unternehmenskultur. Sophie, wir haben einen kleinen Fragenschatz. Da sind ein paar richtig gute Fragen drin, die wir machen, alle zu beantworten. Wir gucken mal, was wir damit machen. Das ist übrigens das, was ich immer unseren Kunden sage. Wenn ihr Fragen einsammelt, ja, in den Town Halls, an den Vorstand oder sowas oder an die Geschäftsführer, dann schaut auch, wie ihr die dann irgendwie am Ende beantworten könnt. Ja, meistens kann man nicht alle in der Zeit beantworten, aber wir nehmen mal auch die Fragen mit und vielleicht kriegen wir das noch in den Blogpost gepackt. Ja, und ihr könnt im Nachgang nochmal draufschauen. Zumindest machen wir das in Remote-Workshops so. Also wenn wir am Ende offene Fragen haben oder nicht alles schaffen, beantworte ich sie immer asynchron danach und schreibe nochmal auf die Muralboards die Antworten. Und die Teilnehmenden freuen sich, weil A, sind die Post-its leserlich, was früher sie bei mir nicht waren, und B, können sie noch im Nachgang irgendwie weiter damit arbeiten. Aber an der Stelle... Ich würde unsere Fragerunde abzuschließen, habe ich gerade eine schöne Frage gesehen, wenn du mal ganz kurz hochgehst, Jakob. Ja? Da war eine Frage nach einem virtuellen Apero. Ich finde, das ist eine ganz schöne letzte Frage zum Übergang in vielleicht das erste, zum ersten Glas Wein hin. Virtuelle Aperos oder auch Glühweinabende, wie sie gerade gern gelebt werden, sind ein tolles Format, um nochmal eine gewisse Nähe im Team zu schaffen. Wir begleiten da gerade ganz viele Unternehmen bei genau solchen Dingen. Und ich würde da wirklich sagen, überlegt euch, wie man vielleicht sogar ein bisschen diese leicht muckelige Stimmung eines Apero-Abends oder eines Weihnachtsmarktabends nachstellen kann. Man kann da zum Beispiel auf einem Muralboard sowas wie eine Sitzordnung vorbereiten oder Tische vorbereiten, und die Leute können sich ganz bewusst Tischen zuordnen und werden dann dementsprechend in Breakouts gesteckt und können dort gemeinsam was trinken. Dann entzerrt man auch diese Großgruppen ein bisschen und die Leute haben einen kleineren Rahmen, wo sie vielleicht mal eine Viertelstunde sich unterhalten können. Wir haben auch so Methoden, dass wir bewusst sagen, schreibt nochmal, wenn es eine größere Gruppe ist, dazu, in welchem Team ihr zum Beispiel seid oder wo ihr gerade sitzt, damit wir dann sicherstellen können, dass die Gruppen auch schön durchmischt sind, wenn sie gemeinsam ein Apero machen. Wir planen zum Beispiel dann auch bewusst eine halbe Stunde ein, damit die Leute gemeinsam ihre Getränke schon vorbereiten können. Und dabei läuft im weihnachtlichen Fall Weihnachtsmusik, die gespielt wird für alle. Also da gibt es ganz viele schöne Optionen, wie man daraus einen plauschigen, lauschigen Abend machen kann. Und deswegen dachte ich, wäre das eine schöne letzte Frage. Aber Jakob, du hast vollkommen recht. Wir haben hier einen tollen Fragenschatz. Und wir wussten von vornherein, dass wir nicht alle würden beantworten können. Deswegen nehmen wir die für uns mit und versuchen uns einen Weg zu überlegen, wie wir zumindest einen Teil davon noch beantworten können. Weil jetzt, Jakob... Ja, und denkt immer dran, nehmt die andere Menti-Folie mit dem Voten der Fragen. Genau. Aus diesem Fail, ja. Also jetzt haben wir, noch Tipps und Tricks, weitere. Da teilt auch gleich der Jo und wir nochmal einen Link im Chat. Wir haben so ein Poster, wir haben so einen Blogbeitrag, da steht noch ein bisschen mehr dazu. Das könnt ihr gerne euch anschauen. Und jetzt gehen wir in den Checkout. Genau. Weil wir haben eingecheckt und wir machen noch einen kleinen Checkout. Da sollte ich was dazu sagen, gell? Kurz erzählen, warum Checkouts wichtig sind, genau. Mal schauen, was da steht. Man guckt nochmal, wie am Ende die Stimmung ist. Nein, so wie wir angefangen haben, zusammen eingecheckt haben, ist es nochmal wichtig, auch am Ende, wir kombinieren das oft nochmal mit Reflexionsfragen, zu schauen, was nehmen wir denn heute mit aus dem Workshop, wie geht es mir jetzt danach, ja, vielleicht auch nochmal eine Spaßfrage dabei. Auch zu schauen, in dem Checkout kann man auch das Feedback einbauen. Ja, also war denn das, was wir heute gemacht haben, wirksam? Ja, bei der Darmstädter Klimarunde fragen wir immer im Checkout, ist eine der Fragen auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Spannendes oder Neues oder Interessantes war heute für dich dabei? Und wenn irgendwann die 30 Teilnehmenden sagen, nur noch eins, nichts Neues mehr, dann müssen wir dieses Format vielleicht auch nicht mehr machen, wenn da 3-4 Mal dieser Wert rauskam. Und so könnt ihr auch im Checkout ein bisschen abfragen, wie hilfreich, wie wirksam ist denn das, was wir gerade getan haben? Und als drittes könnt ihr damit auch das Thema abschließen. Aber wenn nicht über Checkout theoretisch reden, ist nicht so spannend, wie einen zu machen. Und wir haben uns extra einen analogen
Checkout ausgedacht. Der kommt gleich, denn vorher wollten wir noch ein paar Optionen für den Checkout erzählen. Ja, so wenn man nicht die Menti-Folien sich auswendig gemerkt hat. Also im Chat schreiben mit vielen Menschen könntet ihr den Checkout machen. Ja, ein Drei-Wort-Checkout im Gespräch machen wir auch gerne mal zum Abschluss, wie die drei Hashtags, nochmal drei Worte zum Abschluss mit einer Blitzlichtrunde und Staffelstab, haben wir euch vorhin erklärt. Oder einkreisen in Moodmeter, das heißt, ihr teilt einfach per Screensharing dieses Moodmeter mit den 64 Gefühlen, lasst die Leute einkreisen, wie sie sich fühlen, und das ist auch nochmal eine Möglichkeit, oder sie dann zu Wort kommen lassen, ja, oder analog als Spiral Journal, eine der Liberating Structures Übungen, die sehr schön ist, wo man dann auf einem Zettel und Schriftliches macht, und das passiert jetzt, Sophie. Genau. Wir machen es nicht ganz im Original, im Spiral Journal, aber ich werde euch jetzt gleich zum Checkout drei Fragen stellen. Wer einen Zettel zur Hand hat, kann den sich einfach mal nehmen. Falls ihr Zettel und Stift gerade da habt, wir wollen es nämlich jetzt wirklich ein bisschen analog werden lassen. Das machen wir sonst, wer keinen hat, ich sehe den Jo gerade verzweifelt suchen, der kann auch auf dem Laptop oder auf dem Handy mittippen und die Fragen beantworten. Wir machen es ganz gern mit Zetteln, weil es den Leuten die Chance gibt, nochmal so ganz aus diesem digitalen Medium rauszugehen und zum Ende einer Session sich nochmal die Zeit zu nehmen, sich nachzudenken, für sich zu sein, auf ihrem Zettel, mit ihrem Zettel, also ein bisschen diesen digitalen Raum durchbrechen, weil wir wollen euch in einem Checkout anleiten, der auch ein bisschen beim Verstetigen des gelernten Wissens helfen soll. Deswegen werde ich euch jetzt gleich drei Fragen nacheinander sagen. Ihr bekommt immer so eine kurze Minute, um die zu beantworten. Da könnt ihr einfach notieren, was euch dazu einfällt. Und dann hoffen wir, dass ihr ein bisschen noch was mitnehmt, noch mehr mitnimmt aus diesem Termin. Die erste Frage, die ich euch bitten würde zu beantworten, und da könnt ihr jetzt wirklich alle mitmachen. Was hat mich an dieser Session überrascht? Also ihr braucht die Frage nicht unbedingt aufzuschreiben, aber notiert mal, was hat mich überrascht? Und ich stelle mal einen kurzen Timer, damit ich auch grob weiß, wie viel Zeit ich euch gebe. Für die Zuschauer im Netz ist das jetzt der umspannendste Teil. Ja, die können ja mitmachen. Das ist ja das Schöne. Ja, stimmt. Hier kann jeder mitmachen. Wenn ihr im Netz dabei seid, egal wo ihr streamt, macht jetzt am besten mit. Weil die nächste Frage, die ich euch stelle, ist, was habe ich gelernt? So, die letzte Frage an euch ist, welche eine Sache möchte ich ab morgen anders machen? In Remote-Meetings oder generell? Remote-Meetings, vielleicht seid ihr auch ganz anders inspiriert. Ihr seid hier ganz frei, ihr beantwortet das nur für euch selbst. Von daher. Jetzt würde ich euch bitten, nochmal euren Zettel umzudrehen, wenn ihr denn eine leere Rückseite auf eurem Zettel habt. Sonst könnt ihr entweder einen neuen Zettel anfangen oder den unteren Teil eures Zettels nutzen. Und einmal ganz kurz euch die Zeit zu nehmen und zu überlegen, welcher Smiley würde meine aktuelle Gemütslage darstellen oder welches Emoji, welche Darstellung, welches kleine Bild. Und das malt ihr jetzt bitte einmal auf euren Zettel. Also einmal kurz überlegen, vielleicht startet ihr im Kreis, wie geht's euch gerade? Eine kurze Visualisierung des Ganzen. Musik
Und jetzt würde ich alle, die mitgezeichnet haben, bitten, ihren Smiley in die Kamera zu halten. Dann sehen wir noch einmal kurz das Stimmungsbild und können erkennen, was ihr alle gezeichnet habt und kriegen noch mal einen kurzen Überblick. Wir haben ein paar müde Gesichter, ein paar glückliche. Ich kann euch hier auch noch mal als letzte Meta-Moderation empfehlen, immer selbst mitzumalen. Dann wisst ihr ungefähr, wie viel Zeit die Leute für so einen Checkout brauchen. Und nehmt für euch selbst auch noch mal was mit und könnt das Meeting gut abschließen, weil das war es zumindest von mir. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Ich hoffe, unser schneller und kurzer Abriss durch die drei großen Meetingphasen war für euch informativ. Und ich übergebe noch mal an Jakob und dann vielleicht auch noch mal an Jo. Ich sage einfach nur Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt. War ein wilder Ritt auf ja, mit vielen Fenstern, hat Spaß gemacht. Und danke, dass ihr so verzeihlich mit unseren kleinen Fails umgegangen seid und auch für die vielen Impulse im Chat. Und wir sind noch in 15 Minuten da. Ich habe gehört, um 20.30 Uhr ist der Abschluss, Jo. Und also wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, ich bin 15 Minuten noch da. Ich weiß nicht, Sophie, was dein Akku sagt. Und dann können wir gerne noch ein bisschen plaudern über ein paar der Fragen. Vielen Dank, Jo, für die Einladung. Vielen Dank für diese sehr geile Konferenz und dass wir hier den großen Menti-Spaß machen mit euch allen. Ja, also die geile Konferenz entsteht natürlich, da ihr so einen geilen Vortrag macht. Also ich danke euch natürlich sehr. Ich habe ja auch den super energetischen Smiley aufgemalt. Willst du ihn nochmal sehen? Ja? Du bist zu gut aufgeleuchtet, du Profi. Der leuchtet Sonne. Also ich habe wirklich richtig viel Energie durch euren Vortrag bekommen. Ihr habt das super moderiert. Ich habe auch irgendwo zwischendrin schon gelesen, ihr seid ein super Tandem, stand da irgendwie. Was ich auch mich super überrascht hat, ist die Anzahl an Kommentaren, an tollen Ideen, die im Chat waren, sowohl hier in Zoom als auch in Hopin. Also da sind auch noch richtige coole Ideen drin. Ihr habt viele Fragen bekommen. Ich würde jetzt fast sagen, ich verpflichte euch, da noch ein paar Antworten nachzuliefern. Du hast ja schon einen Blogpost versprochen. Ja. Ich würde vorschlagen, wir twittern das vielleicht mit unserem Hashtag T4AT, beziehungsweise auch retweeten wir dich natürlich dann. Sophie, bei dir habe ich gesehen, es gibt irgendwie 5 Sophie Stenders auf Twitter. Ich wusste nicht, welche die richtige ist. Oha, ja, ich arbeite noch an meinen Social Media Präsenzen. Aber ja, sehr gerne. Das ist wahrscheinlich zumindest auch ein Weg, über den man euch auch nachher noch erreichen kann. Oder was würdet ihr sagen, ist der beste Weg? Ach, LinkedIn. Ja, LinkedIn. Ja. Bitte nicht LinkedIn. Xing. Ja, also. Aus Gründen, dass jemand von Xing ist. Ja. Also wie gesagt, es war sehr energetisch. Ich danke euch sehr dafür. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und obwohl der Abend jetzt in diesem Track schon zu Ende ist, wie gesagt, habe ich sehr viel Energie gerade. Muss auch überlegen, wo die jetzt hingeht. Ja. Ich möchte gerne nochmal erinnern, ihr hattet hier im Chat auch schon den Link für das Feedback. Ja, es gibt Feedback-Formular, in Hopin ist es drin, irgendwie in Zoom war es ein bisschen weiter oben irgendwo. Gebt auch gerne Feedback den beiden, schreibt noch ein paar nette Worte oder gerne auch kritische Worte oder Verbesserungsvorschläge, whatever. Da freuen sich die beiden sicher. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Sonst, wenn man kein Feedback bekommt, auch kein kritisches, kann man sich nicht verbessern. Wir hatten über 112, hatte ich mal gesehen, Zuschauer. Das finde ich toll. Spricht auch dafür, dass ihr es gut gemacht habt. Und ja, vielen Dank euch beiden. Gerne. Und jetzt gerne, also wer eine Frage hat, unmoderiertes Chaos. Ja. Ja. Also, gebt mir bitte noch eine Minute hier in dem Zoom-Link. Ihr könnt alle in Zoom drinbleiben, wenn ihr wollt. Ich würde gerne noch den Abend abmoderieren. Ja. Das machen wir nämlich gerade hier. Und dann könnt ihr frei hier diskutieren mit denen, die noch da sind. Gut, also allen anderen da draußen oder die jetzt auch mit mir den Abend so langsam beenden, um 20.30 Uhr ist ja nochmal das Checkout dieses Tages, der Konferenz. Mal sehen, was die beiden Entertainer da oben sich überlegt haben, was sie da noch erzählen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand, es waren wirklich interessante Sachen dabei. Ja, ich habe viel gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch viel gelernt. Sehr viel Interaktivität. Morgen wird es ein bisschen vortragslastiger, ein bisschen weniger Interaktivität. Wie gesagt, es fiel nicht allen so leicht wie Sophie und Jakob, sich auf Remote-Settings einzulassen. Ja, viele Formate funktionieren da nicht so gut. Trotzdem, denke ich, haben wir morgen auch noch ein spannendes Programm. Und da stehen so Dinge wie Selbstbewusstsein auf der Agenda, agile Werte leben, das Bullshit-Prinzip. Ich bin gespannt. Ja. Sibylle ist ja auch hier, habe ich gesehen. Retros ist nochmal ein Thema. Es geht nochmal um Retros. Der Rainer von 1&1 erzählt uns über 250 verschiedene Retro-Formate, was er gelernt hat. War auch spannend.
Ja, dann geht es nochmal um Selbstorganisation im Team-Setup, erzählt der Robert noch was. Und Schätzung, mein Lieblingsthema, also das ist natürlich ein Team-Thema aus der Softwareentwicklung, von Schätzung zu Forecasts, ja, wie können wir weniger Waste generieren, indem wir uns mit Schätzungen weniger aufhalten. Also es sind nochmal spannende Themen dabei. Ich wünsche euch einen schönen Abend, die jetzt hier im Zoom bleiben, noch eine spannende Diskussion und die anderen auch einen schönen Checkout. Und ich werde jetzt diese Bierquote, die eben bei 0,8 lag bei euch im Miro, auch nochmal nach oben treiben und gönne mir dann auch ein Feierabendbier. In diesem Sinne, bis morgen hoffentlich und vielen Dank euch beiden. Danke, gerne.